21 Fuß, ganze 6 Meter Länge über alles und dennoch ein fast vollwertiges Fahrtenschiff. Ganz klar, das muss ein Kleinkreuzer sein. Wie fast alle seiner Konkurrenten kommt auch der Maxus 21 aus Polen. Noch im Hafen fällt auf, die relativ junge Werft Northman Yorks hat wertige Beschläge verbaut. Die Decksausstattung weckt Hoffnung. Leider werden diese Hoffnungen bei 3 Beaufort bald zunichte gemacht, denn die Segelleistungen sind eher ernüchternd. Schuld ist ein zu kleines Vorsegel und ein recht hohes Gewicht von 1,3 Tonnen. 4,2 Knoten bei halbem Wind sind das höchste der Gefühle. Darin ist sich der Maxus 21 mit vielen seiner Kleinkreuzerbrüder einig. Die Segeleigenschaften sind zweitrangig. Das Cockpit allerdings ist gelungen. Es bietet massig Platz und vermittelt ein Gefühl wie auf einer Jolle. Denn die Segler sitzen hier direkt auf dem Seitendeck. Gut, seglerisch ist es also keine Offenbarung. Bei Kleinkreuzern wie dem Maxus liegt der Fokus anscheinend eher auf dem Fahrten- und Wohncharakter. Unter Deck finden dann auch 4 Erwachsene eine feste Koje. Sehr bequem ist diese Doppelkoje Achtern. Wir liegen unter dem Cockpitboden, deshalb ist der auch relativ hoch, das sieht man von außen deutlich. Aber hier ist Platz für eine 1,20 Meter breite Koje. Ich kann hier gerade noch aufrecht sitzen, um nochmal ein Buch zu lesen. Wenn ich schlafe, der Rest ist in einem 70 cm hohen Fach unterhalb des Cockpitbodens. Einziger Nachteil an dieser Koje, die wahrscheinlich die Eignerkoje sein wird, weil sie einfach komfortabler zu erreichen ist als die Dreieckskoje im Bug. Ich werde also alle Gegenstände, die ich hier hinten in diesen tollen Staufächern so erreichen kann, muss ich über das Bett rein und rausladen. Das ist nicht unbedingt hygienisch und ordentlich, denn man staut da ja hinten ja nicht nur klinisch reine Gegenstände. Im hinteren Bereich sieht man den Kasten, der auch als Gasflaschenfach genutzt wird von außen. Und hier drüber ist eine Bugskiste. Das hätte man einfacher von außen zugänglich machen können. Dann kann man direkt aus der Pflicht einladen. Man könnte ja trotzdem diese Deckel noch irgendwie zum Öffnen machen, aber es wäre einfacher, diesen großen zur Verfügung stehenden Raum wirklich von außen im Zugriff zu haben. Ein wenig undurchdacht ist, dass man hier nicht bequem sitzen kann. Wenn ich so sitze, geht's. Wenn ich so sitze, bekommen Menschen über 1,70 Meter Beulen am Hinterkopf. Am mittigen Schwertkastentisch, der das ein klassisches Schwert in dieser Bootsart beherbergt, finden bequem 4 Personen, 2 Personen natürlich so entspannt wie jetzt, sonst aber 4 bis 5 Personen, super Platz. Er ist ausgestattet mit recht massiven Scharnieren. Da kann man auch mal wirklich sich drauf abstützen. Überhaupt macht dieses ganze Boot einen recht ordentlich gefertigten Eindruck. Man kennt aus Polen durchaus auch günstigere Produkte, die nicht ganz so hochwertig auch im Detail gebaut worden sind. Das macht ja alles einen sehr ordentlichen Eindruck. Es gibt eigentlich keinen Bereich, abgesehen von dem Pantry-Schrank, der ein bisschen unstrukturiert wirkt, wo man vielleicht mit 1-2 Einlegeböden das noch hätte ordentlich machen können. Gibt es sonst aber keinen Bereich, der unsauber wirkt. Die Rahmen um die Luke sind sauber und ordentlich gemacht mit Zapfen. Das ganze Furnier, die Lackierung, das ist alles mit Hand und Fuß und wird auch noch einigen Jahren noch immer noch wertig aussehen. Man nutzt hier so ein bisschen zum Kontrast immer Massivholz-Umleimer aus Sapeli und dazu ein anderes, helleres Holz. Das sieht ganz apart aus und ist auch in den Furnierstärken und den Verarbeitungen wirklich nicht zu beanstanden. Was zu beanstanden wäre, sind die etwas dünn geratenen Polster mit 8 cm und diesen 4 cm starken Rücklehnen. Das ist schon wirklich sehr auf der dünnen Seite. Man kann damit mal leben, man kann da auch am Wochenende drauf schlafen. Aber wer
das Boot hier wirklich zum Wohnen benutzen will und da 14 Tage Urlaub drauf machen möchte, der wird schnell merken, ein bisschen mehr Polsterstoff wäre nicht verkehrt. Hier vorne im Vorschiff hat man den üblichen Platz. Die Koje ist 2 Meter lang und auf Schulterhöhe etwa 1,40 Meter breit. Das reicht für 2 Personen, ganz knapp. Komfortabler ist es tatsächlich eher im Heck. Aber was hier angenehm ist, die Seitenlehnen, die vorne ja noch eher unbenutzbar waren, weil sie zu weit hinten waren, beziehungsweise weil das Kajütdach zu stark einschnürte. Die sind hier super gemütlich, um wie auf einem Sofa zu liegen und ein Buch zu lesen. Hier hat man wirklich Platz, kann sich ein bisschen zurechtlümmeln und den Tag genießen. Halt, stopp! Bevor sich Kollege Kreplin jetzt den Tag in der Koje vertreibt, gibt es noch eine Sache, die zu prüfen ist. Ob man bei einem Boot dieser Größe wirklich eine Nasszelle braucht, auf 21 Fuß, sprich, das sind in diesem Fall 6,20 Meter Rumpflänge, darüber kann man natürlich streiten. Fakt ist, dass in diesem Raum wirklich nur Platz für eine Schüssel geblieben ist und eine seitliche Ablage. Immerhin, es gibt ein kleines Fensterchen, aber ich habe nicht viel Platz nach oben, schon gar nicht zur Seite. Und wie ich mich hier drin jetzt entkleide, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Ich habe 5 cm Freiraum nach vorne zu den Knien und wenn ich die Tür zumache, habe ich zu den Seiten auch nicht viel mehr. Letztendlich ist es also eigentlich mehr ein schöner Kleiderschrank für das nasse Ölzeug. Was fehlt, ist leider ein Ablauf. Den gibt es gar nicht. Es gibt ihn einfach nicht. Das Schöne ist, hier hinter ist ein großer Stauraum. Aber auch hier haben wir wieder das Thema, draußen von der Wachskiste zugänglich wäre es praktischer gewesen. Ist also wahrscheinlich eher ein Zugeständnis an die Menschen, die wirklich sagen, ich brauche eine Tür, um verschwinden zu können und kann nicht warten, bis ich wieder im Hafen bin. Aber Yachttest und Technik wäre nicht Yachttest und Technik, würden wir das Ganze nicht ausprobieren. Also einmal die Zeit gestoppt und dann schauen wir mal, wie lange man braucht, um sich hier toilettenfertig zu entkleiden. Gut, dass die Nasszellenwand bei diesem 22 Sekunden Sprint standgehalten hat. Fazit: Der Kleinkreuzer Maxus 21 richtet sich an Segelaufsteiger, die unkompliziert auf dem Wasser unterwegs sein wollen und sich für die Nacht einen bequemen Schlafplatz wünschen. Segelfertig kostet er rund 25.000 Euro und liegt damit genau im Rahmen. Den vollständigen Test gibt es wie immer auf Yacht Online als PDF zum Herunterladen.